Im ersten Lager waren wir höchstens ein Vierteljahr. Dann wurden wir in das andere Lager verlegt. Und wie unterschieden sich die ersten beiden Lager voneinander? Dabei herrschte etwas bessere Ordnung. Wir wurden nicht so misshandelt. Und das Essen war aber nicht besser. Das Essen war genauso. Wassersuppe, ein Löffel dickes und 100 bis 150 Gramm Brot. Und mit wie vielen Leuten waren Sie dann in einer Baracke untergebracht und wie viele Leute waren ungefähr in einem Lager oder in dem zweiten Lager? Also im zweiten Lager, da waren, ich schätze, so 120 Leute im zweiten Lager. Aber da war ich nicht allzu lange. Wir wurden dann verlegt wieder in ein drittes Lager. Und das war besonders kritisch mit dem Ungeziefer, mit Läusen und Wanzen hatten wir zu tun. Die Baracken waren restlos verseucht von Läusen und Wanzen. Ne? Im Sommer haben wir zum Teil draußen geschlafen, konnten in der Baracke nicht schlafen. Wie geht man damit um, wenn so viel Ungeziefer ist? Was für Tja, Möglichkeiten bleiben einem überhaupt? nur dadurch, nicht wahr, dass man die Sachen auszieht, nicht wahr, und die Läuse absammelt, nicht? Und nachts bei den Wanzen hat man versucht, den Kopf abzudecken und angezogen zu schlafen, anders ging es nicht. Und wie war dort das Verhältnis zwischen den Wachleuten und den Lagerinsassen? Das war verschieden. Wir hatten Wachleute, die haben uns nachts sogar rausgeholt und haben uns irgendwie Fragen gestellt, die wir gar nicht verstanden haben. Wieso, warum, weiß ich nicht. Und hat uns wieder zurückgeschickt. Also das war manchmal eine Schikane, muss ich sagen. Ne? Dass die uns dann nachts rausgeholt haben. Ohne einen Grund. Waren das dann richtige Verhöre, die mit Ihnen gemacht wurden? Ja, wollten die machen. Die wollten Verhöre machen, aber die haben von uns ja aus nichts aus. Wir konnten nichts verstehen und die auch nicht. Die haben Russisch gesprochen und wir kein Russisch. Nicht? Die konnten ja kein Deutsch. Nicht? Die haben sich nur abreagiert dadurch. Nicht? Mehr war da nicht. Und welchen Arbeiten gingen Sie dort nach? Dort hatten wir auch Waldarbeit und auf Kolchosen haben wir gearbeitet. Nicht? Kolchosen, da hatten wir die Möglichkeit natürlich, Rüben, nicht, sich zu besorgen oder Karotten, nicht, da hatten wir, oder Viehfutter, nicht, da haben wir unsere Verpflegung etwas aufbessern können. Dann haben wir auch Sauerkohl einstampfen müssen. Nicht, mit den Füßen sind wir den großen Sauerkohltonnen da herumgetanzt und mussten sie einstampfen. Nicht, und haben auch da den Sauerkohl mitgenommen und so weiter. Hatten Sie da noch etwas Kontakt zur Bevölkerung? Bevölkerung hatten wir keinen Kontakt, höchstens wenn wir betteln gingen. Das war der einzige Kontakt, den wir hatten mit der Bevölkerung. Sonst hatten wir keinen Kontakt. Wir waren immer abseits der Bevölkerung. Haben Sie denn dann beim Betteln etwas bekommen oder wurden Sie gleich weggejagt Ja, als ich muss Insassen? sagen, die Russen waren sehr zuvorkommend in der Beziehung. Man hat uns immer etwas gegeben, wenn es nur eine Kartoffel war oder eine Mohrrübe oder eine Scheibe Brot. Aber abgelehnt wurden wir nicht. Besonders die Frauen waren sehr mitfühlend mit uns. Und gerade die Sachen, die man vielleicht zubereiten musste, wie haben Sie die gegessen? Roh oder haben Sie das manchmal geschafft, das irgendwo zu Die braten oder zu meisten haben kochen? wir roh gegessen, nicht wahr? Im Lager hatten wir die Möglichkeit, natürlich Feuer zu machen. Nicht? Wenn wir Kartoffeln haben wir da dann kochen können. Ja, das stimmt.